Sommer 2017. Die Trump-Regierung trifft eine umstrittene Entscheidung. Hunderte Kinder wurden von ihren Eltern getrennt. Alle dachten, dass es ein Gesetz dazu geben wird. Aber die haben das einfach so gemacht. Ein Jahr später der große Schock. Wieso verurteilen Sie das nicht? Ich habe schon viel Schlimmes erlebt, aber wir müssen uns um die Grenze kümmern. Unter Druck lenkt der Präsident ein. Martin Smith geht den Geschehnissen nach. Er verfolgt politische Entscheidungen im Verlauf zweier Präsidentschaften. Keine Seite ist zufrieden. Für die Rechten geht man nie entschlossen genug vor und für die Linken ist man nie menschlich genug. Und spricht mit Betroffenen. Viele dieser Eltern werden ihre Kinder wahrscheinlich nie wiedersehen. Kinder in Käfigen. Trumps Flüchtlingspolitik. Von 3000 Kilometern Grenze zu Mexiko hat mehr als ein Drittel eine Mauer oder einen Zaun. Lücken werden aus der Luft kontrolliert. Seit 9/11 hat sich die Anzahl der Grenzschützer auf etwa 20.000 verdoppelt. Die beiden da führen eine größere Gruppe nach Süden. Mitte Juni 2018 kommen eine junge Frau und ihr Sohn über den Rio Grande nach Texas. Die ist noch sehr jung. Haben es den ganzen Tag versucht. Mehrere Stunden suchen sie in der Hitze nach Hilfe. Dann treffen sie auf Grenzschützer und bitten um Asyl. Nach 24 Stunden in einer Zelle werden sie freigelassen. Ich treffe sie im Auffanglager in McAllen, Texas. Maritza und ihren 9 Monate alten Sohn Wilfredo. Woher kommen Sie? Aus El Salvador. Ja. Sie kommen zu einer Zeit über die Grenze, in der Familien getrennt werden. Warum sind Sie gerade jetzt gekommen? Vor 4 Jahren hat eine Gang meinen Bruder getötet. Und jetzt will sie mich und meinen Sohn auch umbringen. Die haben mich jeden Tag bedroht, auch auf der Arbeit. Die sagen, sie würden mir dasselbe antun. Kannten Sie das Risiko, hier von Ihrem Kind getrennt zu werden? Nein. Am selben Tag, als ich Maritza treffe, stoppt Präsident Trump per Verfügung die Trennung weiterer Familien. Sie können während der Prüfung ihres Asylantrags wieder zusammenbleiben. Ist das unangenehm? Ja, es ist unangenehm. Das tut weh. Maritza muss eine Fußfessel tragen. Haben Sie Angst? Ja. Ich will nicht zurück. Diese Notunterkunft wurde 2014 von Schwester Norma Pimentel gegründet. Ich frage sie nach den Auswirkungen von Trumps Einwanderungspolitik auf die Familien hier. Sie machen sich Sorgen um ihre Kinder, weil sie erlebt haben, wie sie anderen Eltern weggenommen wurden. Dann beten sie zu Gott, dass ihnen nicht auch ihr Kind weggenommen wird. Der Präsident behauptet, diese Menschen könnten Kriminelle sein. Glauben Sie das auch? Einwanderer sind nicht automatisch Kriminelle. Und man muss ihnen helfen. Sie fliehen vor Gewalt und brauchen Schutz. Wir müssen begreifen, warum sie hier sind. The dilemma is that if you're weak, if you're really, really pathetically weak,
The country is going to be overrun with millions of people. And if you're strong, then you don't have any heart. That's a tough dilemma. We're keeping families together, but we have to keep our borders strong. We will be overrun with crime and with people that should not be in our country. Maritza und Wilfredo warten auf einen Bus, der sie nach Virginia bringt, wo sie einen ihrer Brüder treffen will. Am Abend wird im Fernsehen übertragen, wie Trump die Verfügung unterschreibt. This has been going on for 60 years. 60 years. Nobody's taken care of it. Nobody's had the political courage to take care of it, but we're going to take care of it. So we're keeping families together. At the same time, it continues to be zero tolerance for people that enter our country illegally. Vielleicht wird Maritza und Wilfredo kein Asyl gewährt, aber sie sind noch zusammen. Für mehr als 2000 andere Familien gilt das nicht. Ich reise nach El Salvador und treffe einen Vater, der von seiner 6-jährigen Tochter getrennt wurde, weil er illegal über die US-Grenze gekommen ist. Anovis Guidos Portillo lebt in einem kleinen Dorf, 3 Stunden von der Hauptstadt entfernt. Vor einem Monat hat er seine Tochter Maybelline das letzte Mal gesehen. Er ruft die Einrichtung in Arizona an, wo sie festgehalten wird. Hallo? Ist Maybelline da? Ja, ich bin ihr Vater. Sie kann gerade nicht. Rufen Sie später noch mal an. Was würden Sie ihr jetzt sagen? Zuerst würde ich Sie um Verzeihung bitten, dass wir getrennt wurden, obwohl ich das gar nicht wollte. Wenn sie mich fragen sollte, warum ich zurückgegangen bin und sie leidend zurückgelassen habe, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Haben Sie Bilder von ihr? Ja, das sind Bilder von meiner Tochter. Die Fotos zu sehen tut weh, weil sie nicht hier ist. Auch Arnovis ist mit seiner Tochter vor Gewalt geflohen. Wir waren hier in sehr großer Gefahr. Arnovis bekommt Morddrohungen, nachdem er mit dem Bruder eines Bandenführers in Streit geraten ist. Ich wurde wegen eines Fußballspiels bedroht. Wegen unfairen Spiels. Völlig unwichtig, aber daraus ist der Albtraum meines Lebens geworden. Die Reise nach Norden ist gefährlich. Flüchtende müssen viele Kilometer zu Fuß gehen. Die Reise hierher ist ein Spießrutenlauf und alles andere als sicher. Viele werden Opfer grausamer Verbrechen, werden entführt, vergewaltigt und manche auch ermordet. Das erste Ziel ist Mexiko und hier La Bestia, ein Güterzug, der schon Hunderttausende Flüchtende an die US-Grenze gebracht hat. Schon das Einsteigen ist eine Herausforderung. Sonja Nazario ist mit dem Zug gefahren. Weil sie illegal durch Mexiko gehen, können sie nicht am Bahnhof zusteigen, sondern müssen unterwegs aufspringen. Für viele Kinder liegt die erste Sprosse der Leiter auf Höhe der Taille oder noch höher. Viele verlieren Arme und Beine oder kommen ums Leben, wenn sie versuchen, auf- oder abzuspringen.
Es gab aber auch schöne Momente, als zum Beispiel alle gesungen haben, um wach zu bleiben. Inmitten von Glühwürmchen, das war magisch. Für viele Kinder ist es ein Abenteuer, so lange, bis etwas Schreckliches passiert. Gangster sind auf dem Dach von Wagen zu Wagen gesprungen und riefen, Geld oder Leben. Sie haben Leute runtergeworfen, zwischen die Räder. Unglaublich, was die Menschen ertragen, um in die USA zu kommen. Viele kommen nie ans Ziel. An den Wegstrecken findet die Polizei häufig zurückgelassene Kleidung. Hier werden Flüchtende oft überfallen und vergewaltigt. Das ist eine ihrer Hauptstrecken. Menschenrechtsgruppen zufolge werden 6 von 10 Frauen auf diesem Weg vergewaltigt. Viele lassen sich vor Antritt der Reise eine Verhütungsspritze geben. Ich war sprachlos, wie viele Menschen, die durch Mexiko in die USA wollten, Entführung, Erpressung oder andere Gewalttaten erlebt haben. Wer es bis hierher schafft, ist außerordentlich widerstandsfähig und mutig und hat enorme körperliche Ausdauer und Kraft. Arnovis und Maybelline haben nicht La Bestia genommen, sondern einen bezahlten Schmuggler, auch Coyote genannt. Der hat sie zusammen mit anderen in einen Anhänger gepackt. Wir lagen da praktisch aufeinander gestapelt. Meine Tochter hat sehr gelitten. Alle waren verzweifelt. Ein paar sind auch gestorben. 52 Stunden mit einem Apfel und einem Cracker als Proviant. Auf Toilette gehen können sie nicht. Als sie die US-Grenze erreichen, sind alle erleichtert. Grenzschützer bringen Arnovis und Maybelline in ein Auffanglager in McAllen, Texas. 24 Stunden später werden sie getrennt. Man hat mir gesagt, sie würde woanders hingebracht und ich könnte nicht mitfahren, weil im Bus kein Platz mehr sei. Jetzt weiß ich, dass das gelogen war. Die wollten sie von mir trennen. Schlagzeilen über Latinos, die vor Gewalt fliehen, gab es bereits in der Amtszeit von Obama. Tür auf, Polizei! In El Salvador bekriegen sich Gangs und attackieren die Polizei. Jeden Tag tauchen neue Leichen auf. Die Gewalt greift über auf Honduras und Guatemala. In Obamas erster Amtszeit fliehen viele Jugendliche vor dieser Gewalt und machen sich ohne Eltern auf den Weg. Die 2014 gibt es einen beispiellosen Anstieg an Minderjährigen und jungen Familien. Die Regierung wird davon völlig überrascht. Die USA wurden von der Situation in Mittelamerika und von der Anzahl Jugendlicher überrascht, die den Verhältnissen dort entfliehen wollten. Präsident Obama bittet Amy Pope, die Maßnahmen des Weißen Hauses zu koordinieren. Der Grenzschutz hat uns informiert, dass immer mehr Jugendliche kommen. Deutlich mehr als in der Vergangenheit. Bilder in den Medien sorgen für Empörung.
that 80% of the children had inadequate food and water. They're very compelling. Unfassbar, dass so etwas an der Grenze der USA geschieht. A tidal wave of unaccompanied alien children. And they sie verstärkten den Eindruck, dass die Grenze nicht mehr hält. As we speak, there are enough Republicans and Democrats in the House to pass an immigration bill. Der Zeitpunkt könnte für die Regierung nicht schlechter sein. Some in the House Republican Caucus are using the situation with unaccompanied children as their newest excuse to do nothing. I want everybody to think about that. Obama will eine Einwanderungsreform. Doch dass er in den USA aufgewachsenen Jugendlichen ohne Papiere Schutz bieten will, wird als falsch kritisiert. Die Maßnahme des Präsidenten, das DACA-Programm, erweckt im Ausland den Eindruck, als würden hier alle Kinder und Jugendliche willkommen geheißen. Diese humanitäre Krise hat die Regierung selbst verursacht. Juan González ist damals Berater von Vizepräsident Biden. Sie wollten eine Einwanderungsreform und dann kamen plötzlich 60.000 unbegleitete Minderjährige über die Grenze. Wie hat die Regierung reagiert? Alle waren besorgt, dass der starke Zustrom von Flüchtenden die Chance zur Verabschiedung einer sinnvollen Einwanderungsreform in den USA zunichte machen könnte. Die Republikaner hatten das Weiße Haus aufgefordert, die Zuwanderung strenger zu kontrollieren. Für die Rechten geht man nie entschlossen genug vor und für die Linken ist man nie menschlich genug. Wir sind hier auf meinem Grundstück. Hinter dem Zaun da lebt mein Nachbar. Mit der Zahl der Einwanderer nimmt auch deren Ablehnung zu. 2017 habe ich Mike Vickers aus Brooks County, Texas, getroffen. Er lebt an der Grenze zu Mexiko. Er glaubt, Obamas Vorschläge zur Einwanderung hätten Tausende nach Amerika gelockt. Die Obama-Regierung hat Einwanderern erlaubt, hier zu bleiben, wenn jemand von der Familie schon hier ist. 24 Stunden später haben sich alle auf den Weg gemacht. Ich habe Bilder von massenweise Jugendlichen, die hier rüberkommen. Aber ich halte sie auf. Vickers hat einen elektrischen Zaun gebaut, der Flüchtende von seinem Grundstück fernhalten soll. Oben sind zwei Drähte. Das sind 220 Volt, aber etwas abgeschwächt, damit niemand stirbt. Wenn die jemand berührt, wird ihm aber schon etwas anders. Vickers leitet eine lokale Miliz, die den Grenzschutz unterstützt. Das ist eine Leiche. Wir finden viele hier. Sie sterben an Dehydrierung oder Unterkühlung. 7000 Menschen sind seit 2000 an der Grenze gestorben. Ich sehe das schwarz und weiß, nicht grau. Jeder, der illegal ins Land kommt, muss mit Konsequenzen rechnen. Das ist ganz einfach. Die brechen unsere Gesetze, wenn sie illegal herkommen. Ob sie vor Gewalt fliehen oder vor wirtschaftlicher Not, das ist mir alles egal. Wir können uns nicht um die ganze Welt kümmern. Kommen Sie hier rüber. Woher sind Sie? Honduras. Honduras, ist das Ihr Sohn? Dem Gesetz zufolge darf jeder, der vor Gewalt flieht, um Asyl bitten. Einwanderungsanwälte drängen Präsident Obama zu mehr Mitgefühl. Wir reden hier von 60.000 Kindern, die der Grenzschutz festgenommen hat. Die würden nicht mal ein großes Stadion füllen. So viel Mitgefühl werden wir doch wohl aufbringen können. Das Weiße Haus zögert. Natürlich kann man 70.000 Jugendliche aufnehmen, wenn es dabei bleibt. Aber in Mittelamerika leben Millionen.
Und wer sagt, dass die Entwicklung in Mittelamerika schlimmer ist als im Sudan, in Syrien oder sonst wo? Wir dachten, dass es die amerikanische Öffentlichkeit nicht tolerieren würde, wenn jeder, der kommt, bleiben kann. Unter dem Druck der Republikaner setzt die Obama-Regierung mehr Grenzschützer ein und beschleunigt Abschiebungen. Um weitere Flüchtende abzuschrecken, erwägt die Obama-Regierung sogar, Kinder an der Grenze von ihren Eltern zu trennen. Das war ein extremer Vorschlag, der nicht lange erörtert wurde. Denn die Idee ist einfach schrecklich. Was war die Idee genau? Die Idee war, das, was die Trump-Regierung macht, also alle, die illegal ins Land kommen, strafrechtlich zu verfolgen. Dazu müssen Kinder von den Eltern getrennt werden. Wir haben das nicht lange erörtert, denn es ist schrecklich. Wer war dagegen? So weit kam es gar nicht. Wir haben alle gesagt, das können wir nicht machen. Und wir haben es auch nicht gemacht. Kinder werden zwar nicht von den Eltern getrennt, Familien aber häufiger festgenommen. Zur Aufnahme der wachsenden Anzahl an Asylsuchenden ordnet der Präsident den Bau weiterer Auffanglager an. Wie fanden Sie die Idee, die Infrastruktur zur Festnahme von Familien auszubauen? Ich war nicht begeistert, Familien festzunehmen, aber die Regierung hat nur unzureichende Möglichkeiten. Es gibt kein schnelles Asylverfahren, das man in einer solchen Situation braucht. In einem Auffanglager für Familien geht es ziemlich schroff zu. Das hat nichts mit Familie zu tun. Diese asylsuchenden Mütter und Kinder bitten um Hilfe. Und unsere Regierung bringt sie in Auffanglagern unter, wo sie unnötig leiden und dann doch abgeschoben werden. Katie Shepard hat Geflüchteten kostenlos Rechtsbeistand geboten. Ein Jahr lang bleiben die Auffanglager für Familien in Betrieb. Dann wird Obama mit dem sogenannten Flores Agreement konfrontiert. Eine gerichtliche Regelung namens Flores schränkt Art und Dauer der Inhaftierung von Kindern ein. Kinder dürfen unter keinen Umständen allein festgehalten werden. Unklar war, ob das auch gilt, wenn die Eltern dabei sind. Einwanderungsanwälte verklagen die Regierung. Ihrer Meinung nach muss die Flores-Regelung auf alle festgehaltenen Kinder angewendet werden und sie gewinnen. Der Richter hat bestimmt, dass Kinder nicht länger als 20 Tage festgehalten werden dürfen. Präsident Obama muss die Familien freilassen. Sie warten dann auf ihren Anhörungstermin. Some group of people, thousands. So nice, thank you very much. That's really nice, thank you. Am 16. Juni 2015 gibt Donald Trump seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl bekannt. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Er schürt Angst, die Grenze sei außer Kontrolle. Wahlkampffutter für Trump. Illegal immigrants with criminal records are tonight roaming free to threaten peaceful citizens. Er greift das Thema immer wieder auf. We have some bad hombres here and we're going to get them out. Und als Präsident auch. And yes, we will build the wall. It will be built.
His first trip to California as president included a look at the 8-wall prototypes. Nach Amtsantritt geht es schnell weiter. You don't have a wall system, you're gonna have, we're not gonna have a country. Several deportation arrests in Northern California today. Im Verlauf seiner ersten 100 Tage im Amt nimmt die Grenzschutzbehörde ICE 40.000 Geflüchtete fest. Trump erweitert die Kriterien für die Abschiebung und droht, sogenannten Zufluchtsstätten die Finanzierung zu entziehen. Threatening to turn off the federal spigot for any city that refuses to cooperate on people in this country illegally. Doch ein paar Einwanderer kommen trotzdem. Wie geht's? Ist das Ihr Sohn? Woher kommen Sie? Aus Honduras. Kommen Sie hierher. Besonders verärgert ist der Präsident über die Regelung, festgenommene Familien bis zum Gerichtstermin freilassen zu müssen. We are going to end catch and release. We catch up, all go ahead. We catch up, go ahead. These orders are carried out. They will radically change how immigration is enforced. It orders an end to catch and release. Die Trump-Regierung wartet mit drakonischen Maßnahmen auf. Eltern werden an der Grenze von ihren Kindern getrennt, was Obama noch abgelehnt hat. Wir zwingen sie zurück. Are you, the Department of Homeland Security, considering a new initiative that would separate children from their parents if they try to enter the United States illegally? Yes, I am considering, in order to deter more movement along this terribly dangerous network, I am considering exactly that. What we were told repeatedly was, man hat uns immer wieder gesagt, dass die Maßnahme erwogen wird und als Lösung gilt, um Asylsuchende abzuschrecken. Prevent people from coming to our border and asking for asylum. There's been reports that you are considering separating children from their mothers at the border, and I want to know whether that's true. Only if the situation. Bei einer Senatsanhörung einen Monat später nimmt Kelly seine frühere Aussage zurück. If the mother is sick or addicted to drugs or whatever, in the same way we would do it here in the United States if we. Yeah. So if you thought the child was endangered, sure. That's right. The only circumstance to which you would separate. Can't imagine doing it otherwise. Yeah. Doch drei Monate später tut die Regierung genau das. Stillschweigend startet sie ein Pilotprojekt an der Grenze im Süden. Wir haben erfahren, dass hunderte Kinder von ihren Eltern getrennt wurden. Alle dachten, dass es ein Gesetz dazu geben wird, aber die haben das einfach so gemacht. Im Herbst 2017 startet die Familientrennung. Widerstand unerwünscht. I have put in place a zero tolerance policy for illegal entry. Erst Monate später macht Justizminister Sessions die Trennungsvorschrift öffentlich. Er sagt, die Kinder müssten von ihren Eltern getrennt werden, weil die wegen der illegalen Einreise strafrechtlich verfolgt würden. If you are smuggling a child, then we will prosecute you. And that child may be separated from you as required by law. If you make false statements, are you going to be separating families? Is that why you're here? You're going to jail. Hinter Sessions, der damals stellvertretende Leiter von ICE, Tom Homan. Ich hatte die Ehre, diese Vorschrift mit Jeff Sessions bekannt zu geben, umgeben von amerikanischen Helden in Grün und einem Störer, der keine Ahnung hat, wie man dieser Nation dient. You have a heart! You have a soul! Get out of here! In order to carry out these important policies. It's not a new policy. Das ist keine neue Vorschrift zur Trennung von Familien. Wer zwischen Grenzübertrittsstellen illegal ins Land kommt, wird strafrechtlich verfolgt. Das galt vorher schon. Aber jetzt gibt's null Toleranz. Aber Familien wurden nicht getrennt. In den 34 Jahren, in denen ich den Job mache, wurden Familien getrennt. Sie haben Familien getrennt, wenn das Wohl des Kindes gefährdet war. Jetzt wird das viel breiter angewandt. Ja, wir wenden das stärker an. Die strengere Umsetzung des Gesetzes hat zur Trennung von 2.000 bis 3.000 Eltern von ihren Kindern geführt. Das ist neu. Stimmt. Die Trump-Regierung behauptet, die Flores-Regelung habe sie dazu gezwungen,
da Kinder nicht länger als 20 Tage in einem Auffanglager für Erwachsene festgehalten werden dürfen. And the choice is binary, to separate the children or instead within 20 days to let the parents and the children go free into society with expectation they show up for court. Die Regierung hat behauptet, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt: Trennung oder Inhaftierung von Familien, was nicht erlaubt sei. Family detention, which they say they couldn't do. The reality is that alternatives to detention. Dabei gibt es Alternativen zur Haft, menschliche, finanziell machbare und effektive Möglichkeiten. Doch die Trump-Regierung wählt die Trennung und bringt die Kinder in Notunterkünfte. The conditions are more than comfortable for these kids while their parents are being prosecuted for illegal entry. They're keeping them in a protected, safe environment that, frankly, is probably superior to some of the situations you see in our cities and towns. Jessica Vaughn ist Leiterin für politische Studien in einer Denkfabrik in Washington, die für strengere Grenzkontrollen eintritt. Gab es das schon mal in der Geschichte Amerikas? Sicher, wenn ein Elternteil für das Kind ein Risiko darstellt. Das ist was anderes. Da geht es um den Schutz des Kindes. Hat die Regierung in der Geschichte Amerikas jemals zwangsweise Kinder von ihren Eltern getrennt? Im Strafrechtssystem sicher schon. Ja, aber da geht es um das Wohl des Kindes. Ich kann mich nicht erinnern, wann Kinder zuvor von ihren Eltern getrennt wurden. Zuletzt gab es solche Trennungen, als die Regierung die Kinder amerikanischer Ureinwohner zwangsweise ihren Familien weggenommen hat. Viele Amerikaner sind entsetzt. Was sagen Sie denen? Ich finde es entsetzlich, dass wir das tun müssen. Glauben Sie, dass das Trauma, das diese Kinder erleiden, Folgen für sie haben wird? Es ist durchaus möglich, dass die Kinder bleibende Schäden haben werden. Für die 15-jährige Jocelyn Bulouche, die mit ihrer Mutter nach Arizona kam, ist das Erlebnis traumatisch. Sie wird in eine Zelle gesperrt, die sogenannte Icebox. Die haben unsere Fingerabdrücke genommen und uns in eine Icebox gebracht. Da mussten wir warten. Es war so kalt. Wenige Stunden später werden sie getrennt. Jocelyn kommt in eine Notunterkunft in Texas. Ihre Mutter bleibt in Arizona. Was hat man dir gesagt? Nichts. Es hieß nur, dass ich in eine Notunterkunft komme und meine Mutter nie wiedersehen werde. Ich wollte nicht, dass sie uns trennen. Aber sie haben es getan. Ich war in der Icebox und habe geweint. Aber ich konnte nicht mit meiner Mutter reden. Für die ganz Kleinen ist die Erfahrung noch schlimmer. Michelle Branet hat Kinder in einer Notunterkunft besucht. Kleinkinder werden in anderen Zellen festgehalten als ihre Eltern und sind manchmal völlig verzweifelt. Sie haben keine Ahnung, was mit ihnen geschieht. Niemand sagt ihnen etwas. Branet möchte mit diesen Kindern sprechen. Die Regierung hat uns eine Liste gegeben und wir konnten selbst wählen, mit wem wir reden. Unter den mehr als 500 Namen waren auch sehr kleine Kinder. Ein Zweijähriges, mehrere Einjährige. Und bei einem Kind stand als Alter Null. Ich habe gefragt, ob ich diese Kinder sehen kann. Die Wärter meinten, sie könnten sie nicht finden. Sie hätten ihre Namen gerufen, aber niemand habe geantwortet. Sie wüssten nicht, wo die Kinder sind.
Ich habe gesagt, das sind Babys. Das sind Babys. Natürlich antworten die nicht, wenn ihr Name gerufen wird. Wer kümmert sich um diese Kinder? Aber sie konnten mir keine Antwort geben und meinten nur, sie wüssten es nicht. Growing outrage tonight as thousands of children are split from their parents at the U.S.-Mexico border. The battle over the Trump administration's zero-tolerance policy on immigration is intensifying. Wenn die Freiheitsstatue weinen könnte, würde sie es heute tun. 2300 Babys und Kinder wurden durch unsere Regierung ihren Eltern entrissen und in Auffanglager in ganz Amerika gebracht. Die Empörung kommt von rechts und links. Many of the criticisms raised in recent days are not fair, not logical, and some are contrary to plain law. Am 14. Juni 2018 reagiert Justizminister Sessions auf die Kritik und beruft sich auf die Bibel. Paul and his clear and wise command in Romans 13 to obey the laws of the government because God has ordained the government for his purposes. Mir ist der Kommentar des Justizministers nicht bekannt. Dann wird Sessions doch noch von der Pressesprecherin unterstützt. Es ist sehr biblisch, das Gesetz durchzusetzen. Das wird mehrfach in der Bibel gesagt. Das allerdings... Warten Sie, Jim, lassen Sie mich ausreden. Nochmal, ich werde die Kommentare des Ministers nicht kommentieren. Ich kenne sie ja nicht. Sie sagen doch, laut Bibel soll man dem Gesetz folgen. Das habe ich nicht gesagt. Nehmen Sie meine Worte nicht aus dem Kontext. Sarah, Sie sind Mutter. Haben Sie keinerlei Mitgefühl? Die haben weniger als Sie. Jill, Brian, Mann. Sarah. Beruhigen Sie sich. Diese Leute haben nichts und kommen an die Grenze. Und Sie werfen die Kinder in Käfige. Sie haben doch selbst Kinder. Haben Sie gar kein Mitgefühl? Jill, bitte. Vier Tage später veröffentlicht ProPublica diese Tonaufnahme. Tagelang ist sie in den Nachrichten. Was haben Sie empfunden, als Sie die Aufnahme der weinenden Kinder gehört haben? Die kenne ich nicht. Ich bitte Sie. Ich habe die nicht gehört. Glaube ich nicht. Ich habe in meinen 34 Jahren viele Kinder weinen gehört. Kann ich sie abspielen? Ein kleines Mädchen will seine Tante anrufen. Sie hat sich die Nummer gemerkt. Was meinen Sie? Geht ans Herz, klar. Wieso verurteilen Sie das nicht? Ich habe schon viele schreckliche Sachen erlebt. Aber wir müssen uns um die Grenze kümmern. Haben Sie kein Mitgefühl? Natürlich, ich bin Vater. Das ist traurig. Aber die Regierung geht gesetzmäßig vor und trennt Eltern, die strafrechtlich verfolgt werden. So wie jeder US-Bürger getrennt wird, wenn er verhaftet worden ist. Aber für illegale Ausländer wollen die Leute andere Regeln. Wir signing an executive order. I consider to be a very important executive order. It's about keeping families together. Zwei Tage nach der Aufnahme mit den weinenden Kindern rudert der Präsident zurück. You're going to have a lot of happy people. I feel very strongly about it. We don't like to see families separated. At the same time, we don't want people coming into our country illegally. This takes care of the problem. Thank you very much, everybody. Thank you. Die Verfügung verbietet weitere Trennungen, regelt aber nicht, was mit den bereits getrennten Kindern geschehen soll. Am 30. Juni 2018 fordern Demonstranten in 700 Städten Amerikas, die Kinder zu ihren Eltern zurückzubringen. Hallo, wir gehen zum Justizministerium. Danke an alle, die gekommen sind. Nach einer Klage der Bürgerrechtsorganisation ACLU hat ein Richter die Regierung angewiesen, alle Kinder innerhalb eines Monats zu ihren Eltern zurückzubringen.
Die 15-jährige Jocelyn Belouche wird am 30. Juni aus einer Notunterkunft für Kinder in Texas entlassen. 6 Tage später kommt auch ihre Mutter Juana in Arizona frei. Unterstützer haben ihre Kaution bezahlt. Wir wissen, dass wir ohne Einladung hier sind, aber wir werden bestraft. Wir müssen einen so hohen Preis zahlen. Sie wird mit Amalia entlassen, die auch aus Guatemala kommt und von ihren beiden Söhnen getrennt worden ist. Wer keine Geduld hat, schafft es nicht. Die nächsten Tage verbringen sie im Auto und in Hotels. Sie reisen quer durchs Land, um ihre Kinder zurückzubekommen. In Eloy wollte ich nicht in diesem Land bleiben, weil die Leute so engstirnig waren. Sie haben uns behandelt, als hätten wir keinen Grund, hier zu sein. Es hieß, warum kommt ihr in dieses Land, wo euch niemand haben will? Aber jetzt danke ich Gott für die Gelegenheit. In New York werden Mutter und Tochter nach 38 Tagen vereint. Juana meint, ihre Tochter habe sich verändert. Sie hatte ein sanftes Wesen, aber jetzt ist sie etwas wütend. Früher war sie das nicht. Vielleicht hat sie Angst. Das hat mich sehr verändert. Manchmal werde ich wütend. Einfach so. Ich will mich einfach nicht daran erinnern. Trotz der gerichtlichen Anordnung sind weiterhin hunderte Kinder von ihren Eltern getrennt. Mari! Wie geht's, mein Junge? Maritza und Wilfredo werden von ihrem Bruder in Virginia abgeholt. Maritza muss sich alle 15 Tage bei den Behörden melden und wartet auf die Anhörung für ihren Asylantrag. Maybelline Guidos wird nach 33 Tagen in der Notunterkunft nach El Salvador zurückgeschickt. Ihr Vater sagt, auch sie habe sich verändert. Sie sei jetzt sehr ruhig und weine oft. Maybelline wollte nichts erzählen. Sie stand einfach nur da, als würde sie alles erinnern, was sie da erlebt hat. Aber sie konnte nicht sagen, was konkret passiert ist. Doch am Tag vor unserer Ankunft beginnt Maybelline erstmals über ihre Erlebnisse zu reden. Sie haben mich in ein Flugzeug gebracht und gesagt, dein Papa kommt in einem anderen Flugzeug nach. Aber als ich da war, habe ich dich nicht gesehen und gefragt, wo ist mein Papa? Der kommt bald, aber das war gelogen. Sie haben dir nicht gesagt, wo ich bin? Nein. Hast du gefragt? Ja. Und was haben sie gesagt? Dass sie nicht wissen, wo du bist. Hattest du Angst? Ja, die haben gesagt, wenn ich weine, kümmern sie sich nicht um mich. Wenn sie mich eine Sekunde nicht sieht, ruft sie mich. Und wenn ich nicht da bin, fragt sie andere, wo ich bin. Sie will immer bei mir sein. Wenn ich sie zur Schule bringe, muss ich sie manchmal wieder mitnehmen, weil sie nicht bleiben will. Als hätte sie das Gefühl, dass ihre Zeit mit mir abläuft und all das nochmal passieren kann.